nicht fertig und der Termin war schon vorgestern. Ja, aber Sie wissen doch, dass wir Pech hatten mit der Schalung, Dr. Hochwald. Ausfälle bei den Zimmerleuten und so weiter. Dann hätten Sie eben für Ersatz sorgen müssen. Ja, aber woher nehmen? Sie kennen doch selbst den Mangel an guten Bauarbeitern. Das ist Ihr Problem. Ich muss jedenfalls in der nächsten Woche dem Aufsichtsrat Bescheid geben. Und Sie kennen die Folgerungen von nicht angehaltenen vertraglichen Verpflichtungen. Ja, ja, ich weiß. Aber die paar Tage Verzögerung holen wir doch leicht wieder ein. Ich hoffe es. Ich hoffe es sehr für Sie. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ist er weg? Ja. Hören Sie, Meisel, ja. Wir müssen unter allen Umständen die Betonierarbeiten beschleunigen. Ja, aber wie denn? Block E muss so schnell wie möglich fertig werden, sonst kriegen wir Ärger mit dem Auftraggeber. Hat sich der Hochwald wieder mal aufgeblasen? Naja, die wollen uns das Geld sperren, wenn Block E nicht fertig wird bis morgen. Sagen Sie, können wir in der Nachtschicht nicht mit zwei Betoniergruppen arbeiten? Das geht leider nicht. Wir haben für die Nachtschicht nur einen Raupenfahrer, den Leitner. Und wer fährt die Tagschicht? Schubert. Da muss der eben eine Doppelschicht machen. Was denn? Die beiden Raupenfahrer zusammen? Warum denn nicht? Der Leitner und der Schubert? Das geht nicht. Ja, aber wieso geht das nicht? Na, das wollen wir doch mal sehen. Was heißt denn hier, die beiden Raupenführer haben sich miteinander verkracht? Sie sehen doch selbst, wie weit sie hinter der anderen Nachbargruppe zurückgeblieben sind. Natürlich, Chef, ich weiß es. Aber bei jedem Schichtwechsel ist etwas mit der Raupe nicht in Ordnung. Schubert und Leitner haben sich wegen irgendeiner Bardame aus dem Dorf zerstritten. Und jetzt stellt jeder an der Raupe etwas an, bevor er sie dem anderen übergibt. Das lassen Sie zu? Ja, ich habe schließlich noch was anderes zu tun, als denen ständig auf die Finger zu schauen. Ja, dann müssen wir ihm einen anderen Raupenführer holen. Also einen Nicht-Tiroler werden meine Leute niemals akzeptieren. Also, dass ich Ihnen auch noch Ihren Tiroler anschleppe, kann ich natürlich nicht garantieren. Geben Sie mir 3 Tage Zeit, Chef, und alles ist wieder in Ordnung. Die beiden waren ja vor dem Streit die besten Freunde. 3 Tage? Wie stellen Sie sich denn das vor? Wir haben doch heute schon Freitag. Sie werden sehen, ab Montag klappt alles wieder. Woher wollen Sie das so genau wissen? Ich kenne die beiden. Sie können sich auf mich verlassen, Chef. Na gut, wir sprechen uns Montag. Und hoffentlich bewähren Sie sich als Friedensstifter. Was ist denn da unten los? Ach nee, eine gemütliche Plauderstunde, was? Wie soll ich denn da meine Termine einhalten? Ich geh mal runter. Also ich tippe auf Schubert. Da kennt ihr aber den Leitner schlecht. Ich hab den mal bei einer Wirtshausprügelei erlebt. Ruhig, Chef. Was ist denn eigentlich hier los? Nichts, Chef. Na, worüber habt ihr euch denn so angeregt unterhalten? Das war nichts Besonderes. Wir haben uns nur gefragt, warum es die von der Kiesgrube keinen Kies schicken. Aha. Ihr könnt euch darauf verlassen, der Schubert hat die besseren Nerven. Nee, der bleibt so, bist du in der Na gut, Moment, Moment, dann können wir wetten. Dann wetten wir. Also wetten wir. Viel zu weit dazu. Ich störe doch wohl nicht, was? Aber Chef, Sie stören nie. Wirklich nicht? Was zum Teufel beschäftigt euch denn alle? Die an der Mischmaschine beschweren sich, dass sie nicht genügend Kies bekommen. Ja, das muss ja wohl am Transport liegen. Die Wagen sind so lange unterwegs. Aber spielt ihr hier alle verrückt? Vielleicht sagt mir mal einer, warum ihr nicht arbeitet. Ich weiß nicht, was Sie meinen, Chef. Sie wollten mich sprechen, Chef? Ja, komm doch mal einen Moment her. Du, irgendwas ist mit unseren Leuten los. Überall diskutieren sie und keiner will verraten, warum. Weißt du, was los ist? Nein.
Aber ich habe die Margaretenstollen auch bei einer angeregten Unterhaltung erwischt. Das hat uns gerade noch gefehlt. Nicht nur, dass uns das Wetter zu schaffen gemacht hat. Kannst du dir vorstellen, was dahinter steckt? Keine Ahnung. Ist doch keine Boxeuropameisterschaft, kein Fußball-Länderspiel und keine neue Bedienung im Weißen Kreuz. Hau ich doch mal ein bisschen rum. Wir sehen uns dann beim Mittagessen, ja? Na ja, ist gut, Chef. Manfred. Hallo, Chef. Gut, dass ich Sie noch sehe. Ich muss in die Stadt. Ja und? Ist doch Freitag. Haben Sie Ihre Wettscheine schon abgegeben? Ach, hab den Kopf so voll, das habe ich total vergessen. Hier, beim großen Preis von Wien habe ich Ihnen genau aufgeschrieben, was Sie für mich setzen sollen. So, übrigens, Suleika im dritten Rennen soll ein todsicherer Tipp sein. Nee, Hannibal lasse ich mir nicht ausreden. Na, bis später. Bis später. Hast du was erfahren? Ein Duell. Was? Ein Duell wegen einer Bardame aus dem Dorf. Das soll übermorgen stattfinden. Zwischen zwei Raupenfahrern. Leitner und Schubert, was? Ja. Übrigens, Sie schließen auf den Ausgang des Duells Wetten ab. Wenn Sie sich daran beteiligen wollen, Chef, Leitner ist einwandfreier Favorit. Und du glaubst doch nicht ernsthaft, dass ich auf meiner Baustelle ein Duell zulasse? Es soll außerhalb der Baustelle ausgetragen werden. Die Leute sind schon ganz aus dem Häuschen. Ist ja auch verständlich bei dem eintönigen Lagerleben. Also auf diese Abwechslung werden Sie verzichten müssen. Dabei kann ich dir garantieren. Ich weiß nicht. Sie wissen ja, Chef, wie Leute sind, wenn sie das Wettfieber gepackt hat. Also falls du mich damit gemeint haben solltest, ich setze auf Pferde. Ach so, nur noch auf Pferde? Dann spielen jetzt wohl Pferdchen Fußball. Also Wetten stört mich weniger, aber das Duell. Eine kleine Mutprobe, weiter nichts. Ohne Waffen? Selbstverständlich. Glauben Sie mir, die Sache ist wirklich harmlos. Ich bin dabei der Schiedsrichter. Um welche Art von Mutprobe geht's dabei denn? Darüber sind wir uns noch nicht einig, aber ich verspreche Ihnen, dass dabei keine Waffe verwendet wird. Hört mal her, ihr beiden. Warum fragt ihr nicht das Mädchen, wen von euch sie mag? Und mich, hat sie ja selbst gesagt. Oh, ist ja nicht wahr. Sie ist nur ein bisschen freundlicher zu ihm, weil er immer so große Zechen macht. Ich mach große Zechen? Was machst du denn? Wer kauft dir denn immer die teuersten Geschenke? Oh. Wenn sie euch beide verschaukelt, na, sollen sie auch. Wenn einer ein so großer Depp ist. Depp? Hast du Depp gesagt, du Hans-Wurst? Ruhe, Ruhe. Also bitte, wenn es unbedingt sein muss, aber außerhalb des Lagers, außerhalb der Arbeitszeit und ohne Waffen, klar? Das verspreche ich Ihnen, Chef. Hier, das hat sich erledigt. Mhm. Wie stehen eigentlich die Wetten? 25 auf 10. Leitner ist hoher Favorit. Mhm. 2,5-fache Gewinnchance. Dabei ist Schubert auch nicht gerade ängstlich. Ich sehe schon, Sie setzen auf Schubert. Ich als Chef. Ich müsste vielleicht ein anderer für Sie machen. Hm? 500 auf Schubert. Sind 10% Erfolgshonorar für einen Strohmann zu hoch? Herr Fresser. Wieso braucht er diesmal 20 Stange mehr? Bis jetzt haben euch 18 Kilo immer gereicht. Das Gestein ist eben härter als sonst. So, das Gestein ist härter. Na, von mir aus. Wenn du unterschreibst... Jetzt mach nicht gleich in die Hosen, natürlich unterschreibe ich. Du hast leicht reden. Wenn was passiert und man erfährt, ich habe euch den Sprengstoff dafür gegeben, bin ich dran. Na, ist ja gut, nun rückt das Zeug schon raus. Also, 18 und 4 ist 22 Kilo. Hier unterschreib. Damit du ruhig schlafen kannst. Moin, Herr Fink. Grüß Gott. Morgen. Hallo, Richard. Damit wir uns klar sind. Du hast mir gesagt, dass du mehr Sprengstoff brauchst, weil das Gestein härter ist. Wenn was ist, ich weiß von nichts. Im Übrigen habe ich deine Unterschrift. Keine Angst, ich nehme es auf meine Kappe. Guten Morgen, Herr Fink. Morgen, Robert. Was wollen Sie im Sprengstoffbunker? Schönen Dank für den Hinweis. Ich weiß schon, dass ich hier nichts zu suchen habe. Aber ich möchte wissen, was hier gespielt wird.
Ich weiß nicht, was Sie wollen. Das wissen Sie ganz genau. Was wollen die Leute mit dem Sprengstoff? Wozu werden Sie das Zeug wollen? Zum Sprengen natürlich. Und wovon wissen Sie nichts, wenn was rauskommt? Und was will der Capo auf seine Kappe nehmen? Na schön. Dann muss ich eben den Chef holen. Vielleicht werden Sie dann etwas gesprächiger. Herr Fink. Die Leute haben ein paar Stangen Sprengstoff mehr mitgenommen für das Duell. Sprengstoff für eine harmlose Mutprobe? Mineure sind da nicht so zimperlich. Sie wollen mich wohl auf den Arm nehmen. Also, was wird hier gespielt? Also gut. Aber Sie wissen es nicht von mir. Das darf doch nicht wahr sein. Sind denn die Burschen völlig übergeschnappt? Eine Mutprobe für harte Männer. Jeder setzt sich auf eine Kiste mit Sprengstoff, dann werden zwei Lunden gleichzeitig angezündet und wer als erster aufspringt, hat verloren und muss auf das Mädchen verzichten. Das ist doch glatter Selbstmord. Höchstens für den Sieger. Na komm, mach jetzt keine faulen Witze. Du gehst sofort zur Wilke. Der Quatsch fällt natürlich aus. Chef, wie wär's denn? Also komm, hau schon ab, ja? Und mit einer kleineren Ladung, Chef? Nein, die Mutprobe ist verboten. Was wir in unserer Freizeit machen, geht die Bauleitung einen Dreck an. Wo kämen wir denn da hin? Genau, das ist alles auch ehrlich. Der Chef hat das Duell verboten. Was? Und ich habe 100 Schilling gesetzt. Aber nein, Herr Direktor. Ich werde die Fertigungstermine bestimmt einhalten können. Naja, daran war das schlechte Wetter der letzten Tage schuld. Nein, das werden wir nächste Woche garantiert aufholen. Aber ja, Sie können Ihre Herren beruhigen. Ja, auf Wiedersehen. Haben wir die Bescherung. Was ist los? Da draußen ist eine Abordnung, die will Sie sprechen wegen des Verbots. Aha. Ich lasse die Herren bitten. Kommt rein. Was habt ihr mir zu sagen? Chef, wir möchten Sie bitten, Ihr Verbot aufzuheben. Ich denke nicht daran. Die Leute meinen, was sie in ihrer Freizeit machen. Das ist unsere Privatangelegenheit, die außer uns keinem was angeht. Sie haben kein Recht, uns das Duell zu verbieten. Wir werden es austragen und keiner wird uns daran hindern. Doch, ich. Und wenn es sein muss, mit Polizeihilfe. Chef, das ist nicht klug von Ihnen. Schon seit Tagen ist das Duell das einzige Gesprächsthema. Die Leute wollen streiken, wenn die Bauleitung sie um ihr Vergnügen bringt. Ich lasse mich doch nicht erpressen. Ich werde auf keinen Fall zulassen, dass die beiden ihr Leben aufs Spiel setzen. Das ist unser Leben. Ja. Aber ich als Sicherheitsingenieur, ich bin für euch verantwortlich. Und ich kriege schon Ärger, wenn einer während der Arbeitszeit keinen Schutzhelm trägt. Und da soll ich zulassen, dass zwei verliebte Idioten unter ihrem Hintern Dynamit anzünden? Wir werden schon wegspringen. Nein, habe ich gesagt. Und was den Streik betrifft, ihr glaubt doch selber nicht, dass ihr damit bei eurer Gewerkschaft durchkommt. Die Leute wollen am Montag einfach nicht zur Arbeit erscheinen. Jetzt gleich nach Feierabend soll darüber abgestimmt werden. Na bitte, tut, was ihr nicht lassen könnt. Aber ich bezweifle, dass sich die Mehrheit von ein paar Verrückten überreden lässt, wegen einer solchen Bagatelle auf den Lohn eines ganzen Tages zu verzichten. Das werden wir sehen. Kommt. Ich bewundere Ihre Ruhe, Chef. Den traue ich alles zu. Mal nur nicht den Teufel an die Wand. Wenn uns ein ganzer Tag ausfällt, dann kommen unsere Termine ins Rutschen. Tja, aber vielleicht würde bei dem Duell gar nichts passieren. Die werden noch nicht hocken bleiben, bis sie in die Luft gehen. Na, denen ist alles zuzutrauen. Nee, das Risiko gehe ich nicht ein. Ah, Feierabend. Na, endlich. Wollen Sie denn die Abstimmung nicht abwarten? Oh, wozu denn? So ein blödsinniges Duell lasse ich auf keinen Fall zu, auch wenn Sie deswegen streiken. Aber das glaube ich nicht. Die Leute wollen Geld verdienen. Naja, ich will mir das auf jeden Fall ansehen.
Also, wer für den Streik stimmt, hebt die Hand. Na, was ist? Scheiße. Fink, gucken Sie doch mal bitte nach, ob der Chef noch da ist. Warst schon weg? Verdammt. Ja? Wo ist der Chef? Weg. Wir haben abgestimmt. Ja, ich weiß. Na, und? Das fragst du noch. Wenn er weg ist, heißt das, er hat es verboten. Schön, er muss ja wissen, was er tut. Los, gehen wir. Einen Moment noch. Er lässt euch sagen, ihr braucht nicht zu streiken. Ihr sollt euer blödes Duell haben. Er hat das Verbot aufgehoben? Aber er lässt euch bitten, sehr aufzupassen, dass ja nichts passiert. Ich werde sehen, was ich tun kann. Kommt, wir müssen den anderen Bescheid sagen. Um wen geht es eigentlich bei dem Duell? Um Betty natürlich. Um Betty? Ich soll das Duell verhindern. Ausgerechnet ich. Sie sind die Einzige, die das können. Sie müssten sich nur für einen von beiden entscheiden. Und damit wäre das Duell gegenstandslos. Vielleicht sagen Sie mir auch gleich, für welchen. Wir sind nämlich beide wurscht. Jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Was verstehen Sie nicht? Dass ich auf diese einmalige Reklame nicht verzichte? Seit sich rumgesprochen hat, dass man sich meinetwegen duellieren will, hat sich mein Umsatz verdoppelt. Es kommen sogar Leute aus den Nachbardörfern in meine Bar. Ich wäre ganz schön doof, wenn ich was dagegen hätte, dass die sich morgen auf die Kisten setzen. Schubert, du fährst damit, ja? Ja, wie Sie sehen, bin ich hier. Was gibt's denn zu essen? Ja, zu essen? Das ist nämlich so. Ja, was ist denn los? Ist doch gleich Mittag. Kein Mensch ist hier und zu essen gibt's auch nichts. Ja, ja, Chef. Das heißt also, heute wollten die Leute, also die Arbeiter, später essen. Nicht? Deshalb ist die Küche auch geschlossen. Und weil mein Personal ebenfalls, wurde ich auch. Was los ist, will ich wissen. Ich bin gleich wieder da. Ach, Sie sind's, Herr Demel. Wo brennt's denn? Was? Das Duell findet doch statt? Aber nein, im Gegenteil, ich hab's doch ausdrücklich verboten. Was? Ja, ist gut, danke. Wissen Sie, wo der Blödsinn stattfindet? Chef, ich... Na los, Mann, raus mit der Sprache. In der Kiesgrube. Wir bin nach Schubert setzen. Ein Schilling. Ein Schilling. Fünf Schilling. Wer noch? Was, Herr Schubert? Bitte?
Also, es kann losgehen. Lass mich mal durch da. Weg! Weg, ihr verdammten Idioten! Weg! Weg! Weg von den Kisten! Hinein! Knallfrösche? Mein Privatfeuerwehr. Hast du das Duell etwa erlaubt? Psst, Sie, Chef. Die hätten auch sonst morgen tatsächlich gestreikt. Okay. Na, Wilke? Wäre die Mutprobe wirklich so harmlos gewesen, wenn der Chef nicht angeordnet hätte, den Sprengstoff gegen Scherzartikel auszutauschen? Diese Idioten. Wären glatt draufgegangen. Übrigens, meinen Wetteinsatz kannst du behalten, wenn die Sache auch unentschieden ausgegangen ist. Bei mir hast du gewonnen. Idiot. Na und du? Wir sollten mal lieber Schillers Gedichte lesen. Der Handschuh vielleicht. Den Dank, Madame, begehre ich nicht. Den Dank, Dame, begehre ich nicht. Was? Wetten?